Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren My Story Folge und vielleicht geht es euch genauso. Ich habe irgendwie in Dingen, die mich begeistern und wo ich selber für mich empfinde, dass die mein Leben bereichern und dass sie wertvoll sind, immer auch so ein, wie soll ich sagen, so, also negativ ausgedrückt, so ein missionarisches Sendungsbewusstsein. Ja, weil ich immer davon ausgehe, hey, mir hat es gut getan, mich hat es vorwärts gebracht. Vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt, hey, das ist auch was für mich, das möchte ich mal testen. Ja, ich möchte da keinen irgendwie bekehren oder zu nahe treten, aber vielleicht ist doch der ein oder andere, der diese Impulse, sei es jetzt über filterlose Aquaristik oder ja, meine Aqua2Go-Hacks, ja, für sich aufnehmen kann und merkt, hey, es klappt, das Leben wird besser, entweder das aquaristische Leben oder vielleicht auch das persönliche Leben, das Glaubensleben. Und heute geht es mal drum, Mensch, so viele Dinge sehen wir nicht und sie sind dennoch da und hochwirksam. Also unsere Biologie im Aquarium, keiner kann sie irgendwie sehen, höchstens du nimmst du mal ein steiges Mikroskop raus, dann kannst du auch unsere Filterbakterien dir genauer anschauen. Aber fürs bloße Auge sind die nicht sichtbar und trotzdem wissen wir, dass im Hintergrund ganz viel funktioniert. Und im Glauben ist es eigentlich sehr ähnlich. Ja, Gott in einer anderen Dimension für uns nicht zugänglich, nicht sichtbar, aber wir sehen deutlich Auswirkungen, die er aufs persönliche Leben haben kann. Nicht muss, aber kann. Gibt es viele, viele soziologische Studien, dass Leute, die an, ja, einen Glauben haben, an Gott dran sind, eine Beziehung zu ihm aufgebaut haben, ja, dass die länger leben, dass die gesünder leben, glücklicher sind, entspannter sind. Und ich kann das für mich, für meinen Teil selbst auch unterschreiben, dass es so ist. Nicht immer in gleichem Maße, also bei mir gibt es auch Auf und Abs. Aber wenn ich so mein Leben vor Christus und nach Christus irgendwie ja, genauer angucke, da merke ich schon einen Quantensprung und mich hat das total bereichert. Ja, und das ist, denke ich, auch irgendwo das Entscheidende, eine persönliche Glaubenserfahrung. Was erlebt es? Ja? Es bringt nichts, irgendwie in Kirchen zu rennen oder irgendwo einen Kurs zu besuchen und die Bibel auswendig zu lernen oder sonst was. Es muss eine persönliche Glaubenserfahrung gemacht werden. Ohne das bleibt das Ganze nur Theorie und Theologie. Und das sage ich auch immer wieder in meinen Videos. Leute, wenn ihr das filterlos nicht mal ausprobiert habt, könnt ihr lang debattieren drüber, ob es klappt oder nicht klappt. Ja. Ihr müsst es einfach mal testen und dann merkt ihr, ob es funktioniert für euch oder nicht. Und im Glauben ist es ähnlich. Und wie mache ich das? Wie kann ich so einen Test machen? Eigentlich ziemlich simpel. Ich muss Gott nur ein Signal geben, dass ich an ihm interessiert bin. Ja, ein stilles Gebet, ernst gemeint, bleibt nicht unerhört. Ja, das habe ich bei mir damals, ja, ist jetzt auch schon fast 30 Jahre her, so erlebt, Mitte 20. Wer da meine Story nochmal anschauen will, ich verlinke euch die alten Videos zu dem Thema nochmal und in der Videobeschreibung. Ich habe wirklich so ein Erlebnis dann gehabt, das mein Leben umgekrempelt hat. Ganz alleine, ohne dass irgendeine Predigt, irgendein ja, besonderes Gespräch zustande kam. Einfach irgendwie war das so eine spirituelle Erfahrung, die Ja, ich mit davor, da habe Gott ich zu ja Hause auf meinem keine Sofa Party gemacht habe und ich habe ausgelassen, irgendwo alles gespürt, er ausprobiert, ist da und er ist an Sex meinem and Leben Drugs and interessiert. Rock and Roll. Ja, und von da Ja, bin an mit ging meiner es Band irgendwie durch in eine andere Deutschland Richtung. gezogen, Auftritte gespielt, kleinere, größere. Und das war auch so mein Lebensziel, irgendwie von der Musik zu leben. Und ich habe mir nie vorstellen können, dass einen das nicht glücklich macht. Musste aber dann erleben, dass das doch irgendwie alles immer ein bisschen zu wenig war. Ja, nach jedem Auftritt und nach jeder Tour bist du wieder irgendwie in so ein kleines Loch gefallen, hast dich gefragt,
Warum macht einen das nicht glücklich und zufrieden? Ja, und jetzt nach diesem Glaubenserlebnis, plötzlich war die Welt anders. Ja, der Himmel war bunter, die Blumen waren schöner. Ich habe rausgeguckt und es war wie, als ob ich irgendwie eine andere Brille auf hätte. Und ja, plötzlich war das Leben irgendwie ein komplett anderes. Und das war total spannend für mich. Und ja, vielleicht hast du so eine Erfahrung auch schon gemacht oder du wünschst dir sowas. Dann würde mich das total interessieren. Lass das doch mal in den Kommentaren durchblicken. Sowohl das eine wie auch das andere. Vielleicht haben auch viele schon wieder abgeschaltet, weil sie mit dem Thema Glauben irgendwie gar nichts anfangen können. Ist auch in Ordnung. Aber ich freue mich über Feedback von euch und wir sehen uns im nächsten Video.